Träume ich? Ist dies ein Albtraum? Bin ich vielleicht schon tot und in der Hölle gelandet? Oder ist es wahr? Sehe ich tatsächlich Tomb Raider 1 vor mir? Und bin ich vielleicht gar nicht der Let's Player, sondern bin ich nur ein Gast bei der Ash-Zahar? Das könnte sein. Aber es wundert mich überhaupt nicht, dass der liebe Alex jetzt hier sich in einem Albtraum gefangen glaubt, denn das ist jenes besagte Level, das ihm dann den Garaus gemacht hat. Ja, oder wo ich dem Spiel den Garaus gemacht habe. Darüber reden wir lieber nicht. Hallo! Dieses eine einzige Mal, und wirklich nur dieses eine Mal, möchte ich Leuten, die nicht wissen, wovon wir reden, ein Let's Play... Nein, das ist kein Let's Play. Das haben wir Dave und ich schon festgestellt. Ein Let's Play ist es nicht. Beim Alex gibt es ein Projekt namens Tomb Raider 1 auf dem Kanal. Ja. Und wem das ganze Projekt vielleicht zu anstrengend ist, dem sei zumindest der Part 34 nahegelegt mit dem Secret Endboss. Ja, hat doch bisher kein anderer Let's Player gezeigt, dieses Ending. So ist es. Und das ist das einzige Mal, dass ich an dieser Stelle Werbung dafür mache. Das finde ich sehr, sehr mutig von dir. Weil ich ja weiß, dass du diese Spielreihe sehr magst. Ich mag sie. Und gut, wir werden noch genügend Zeit haben, darüber zu philosophieren. Ganz kurz was zum Level. Wir sind hier im Palast des Midas. Ich möchte auch ganz gerne noch was erwähnen, während ich hier noch mal kurz sinnlos rumrenne. Und zwar habe ich in einem früheren Part erwähnt, wir kommen nach Europa, zum Beispiel nach Rom und nach Griechenland. Nein, es hängt ja alles aneinander. Wir sind ja immer noch quasi in den Untergründen von St. Francis Folly. Aber vom Stil her, wir hatten das italienische Kolosseum, also das römische Kolosseum. Und jetzt sind wir in einem griechischen Tempel, aber letztendlich hängt das hier alles zusammen. Ah ja. Das ist dem Alex bisher entgangen. Nein, ich habe es verdrängt, sagen wir es mal so. Ja. Und darf ich mal ganz kurz gleich am Anfang ein bisschen rumnörgeln an diesem Spiel? Ja, bitte. Das ist doch hier alles sehr antik und alt, oder? Das ist richtig. Wer hat denn zum Geier diese netten Delfin-Kinderzeichnungen da unten an dem Becken gestaltet? Also für den Fall, dass es dir noch nicht aufgefallen ist, Delfine sind keine Erfindung der Neuzeit. Die gab es auch in der Antike schon. Das ist mir durchaus bewusst. Und aber die Bilder sehen nicht so alt aus. Naja, das darf man jetzt so auch nicht sagen. Wenn du dir das jetzt mal genau anschaust an diesem Wasserbecken... Dann sieht das aus wie eine Kindertapete. Nein, das soll ein Mosaik darstellen. Alte Wasserbassins wurden oft mit so Mosaiken dekoriert, auch bei den Römern in den römischen Thermen. Naja, Asterix und Obelix. Ja, es gibt auch Leute, die ihr Wissen nicht nur aus den Asterix-Filmen haben. Zu denen ich nicht zähle. Du zählst da sowieso nicht dazu. Du hast ja die Asterix-Filme noch nicht mal gesehen. Nein, aber ich habe früher sehr oft die Comics gelesen und ich habe alle Hörkassetten bis auf eine. Ja, bis auf Folge 22. Richtig. Ich möchte noch ganz kurz anmerken, dass wir jetzt hier ganz lange rumprobiert haben und Probleme hatten mit der Technik. Das kann also durchaus sein, dass euer Spielsound etwas im Hintergrund laggt. Es tut mir leid, wir haben es echt nicht besser hingekriegt. Aber ich wollte auf gar keinen Fall auf die Aufnahme mit dem Alex verzichten. Und deshalb, glaube ich, kann man jetzt mit diesem Kompromiss leben. Ja, wir haben jetzt hier mehrere Möglichkeiten. Wir sind also aus dem Wasserbecken gestiegen. Hier hinten haben wir ein Krokodil erlegt, vor dem ich übrigens eine Heidenangst habe. Und dann können wir jetzt hier nach links, wir können geradeaus und wir können eben in die Krokodilrichtung. Mach einen Vorschlag. Da in den großen Tempel geradeaus rein. Geradeaus rein? Aha. Wir müssen sowieso die ganzen Bereiche, glaube ich, mehrmals abgrasen. Von dem her. Ich erinnere mich. Hier gab es Gorillas, bin ich dabei. Ja, okay. In diesem Level war ich damals auch festgehängt, allerdings nicht so wie der Alex, sondern ich habe etwas Bestimmtes nicht gecheckt, woran ich mich noch sehr gut erinnere. Also daran wird es diesmal nicht scheitern. Ich habe aber nicht festgehängt, weil ich storytechnisch nicht weiterkam und nicht wusste, was ich machen muss, sondern weil ich das, was ich machen musste, nicht geschafft habe. Das möchte ich mal eben feststellen. Ne? Das macht es nicht besser. Nein, aber das hieß eben so, als hätte ich hier keine Ahnung gehabt, was ich hier machen muss in diesem Level. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob das Problem, das du hattest, wirklich ein Problem ist, beziehungsweise ob man sich diesem Problem überhaupt stellen muss. Da kommt man nicht hoch. Aber doch, in dem Problem musste ich mich stellen. Ich habe das ja bei Dennis im Let's Play gesehen. Ja gut, auf jeden Fall grasen wir das jetzt hier mal alles ab. Wir haben ja verschiedene Säulen, wo wir jetzt momentan noch nicht hochkommen. Genau. Da bin ich mir fast sicher, dass ich da dann mal irgendwann eine Kiste hinschieben muss oder so. Richtig.
Dass ich sogar zustimmen kann, ist ja schon krass. Ja, also dafür, dass du das Level eigentlich komplett verdrängt hast oder dieses Spiel, Ja. kannst du dich ja noch ganz gut dran erinnern. Es ist so eine Art Trauma. Das bleibt halt irgendwo im Hinterkopf. Bei mir ist es 15 Jahre her, dass ich das gespielt habe. Pass Also auf, da kommt, glaube ich, bald die goldene Hand, ne? ja, das mit der goldenen Hand, die ist ja, glaube ich, in dem Tempel. Jetzt spoilerst du auch noch. Entschuldigung. Aber davon sind wir noch weit entfernt und ich weiß auch, was das Problem ist. Also mit Also wenn dieser ich schon Hand. was spoilern kann bei Tomb Raider, dann muss ich das auch mal raushauen. Du hast Tomb Raider 1 gespoilert. Das gibt's doch gar nicht. Ja, Schreibt euch das in den Wahnsinn. Kalender. Ja, das sind So. ach, ein PD-Mac. Ein Pedimag und ein Durchgang. Dann schauen wir doch mal rein in den Tempel. Ja, ein Ja. verschachtelter Weg. Also dieses Level ist ziemlich umfangreich. Da, ach, das ist nur ein Hebel. Da werden wir es auch mit einigen Rätseln zu tun bekommen. Ah, Ah. an den Garten kann ich mich noch erinnern. Den fand So. ich nämlich ziemlich schön in diesem Spiel, also in diesem Level, den Garten. Weil Ja. das ein bisschen abwechslungsreicher war als immer nur dieses ockerfarbige Terrakotta-Gedöns hier. Ja, wobei, da du ja nicht weitergespielt hast, kannst du dich das nicht wissen, aber das Level, das sich daran anschließt, das ist da eigentlich auch ganz nett gehalten, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich kenne die späteren Level schon, weil ich habe ja tatsächlich ein Let's Play zu diesem Spiel gesehen. Man soll es nicht für möglich halten. Daher weiß ich, dass mir gerade die allerletzten Bereiche in diesem Spiel sehr, sehr gut gefallen. Ja, die sind jetzt halt leider nicht so mein Fall, aber vielleicht ändere ich ja auch meine Meinung nochmal dazu. Wie gesagt, bei mir ist das alles sehr lange her. Und jetzt haben wir hier einen Riesentempel gefunden, in dem ein Hebel war. Ja, super, ne? Ja, ganz toll. Ich Ich weiß, möchte. Ja. dass man hier, glaube ich, noch irgendwo herumklettern kann. Gibt's aber, glaube ich, nur ein kleines Bonus oder so. Ja, also ehrlich gesagt, für ein Medikit möchte ich jetzt hier nicht so einen Riesenaufstand machen, nachdem wir ja da Gott sei Dank keine Probleme haben. Also Medikits habe ich mehr als genug. Können wir gerne noch mal kurz einen Blick drauf werfen. Wir haben 12 kleine Ja, und 8 große. das sollte reichen, ja. Ich möchte ja auch nicht zu viel spoilern, aber ich kann ja schon mal sagen, ich sag mal, das Ende des Spiels, so die letzte Umgebung des Spiels, ist vielleicht nicht mehr unbedingt sehr realitätsnah. Mehr möchte ich dazu Nein. nicht sagen. Also ich habe ja schon ein bisschen gespoilert, indem ich gesagt habe, wie die Bereiche heißen, in die wir kommen. Ah, okay. Und danach kann man sich das eigentlich schon denken. Ich weiß nicht, wie der Bereich heißt. Atlantis. Okay, das hätte ich jetzt damit nicht verbunden, um ehrlich zu sein, aber Ja, es gut. ist auch wirklich so, dass ich, als ich Atlantis gehört habe, mir alles vorgestellt habe, aber nicht das, was dann kam. Ja, genau. Also außer diesem Hebel haben wir da vorerst nochmal nichts. Und da oben haben wir diese Durchgänge, an die ich noch nicht rankomme. Wir haben irgendwo eine Tür zu einem Garten geöffnet, die ist aber offenbar nicht hier. Ja. Und deshalb lasse ich jetzt diesen vorderen Bereich mal, ja, Bereich sein. Und Es soll ja Gerüchte geben, dass der fünfte Indiana Jones Teil, der ja kommen soll und der auch wieder mit Harrison Ford sein wird, was mich sehr, sehr freut, dass der sich wohl um Atlantis oder um die Geschichte um Atlantis drehen soll, was sehr, sehr geil wäre. stimmt, da habe ich auch mal was gehört. Ja. Allerdings, Ja, nicht offiziell bestätigt, aber nee, nee. es gab halt so Gerüchte und das wäre schon ein sehr, sehr cooles Thema. Wäre aber auch eine interessante Geschichte für die Reihe um Nicolas Cage zum Beispiel, mit Vermächtnis der Tempelritter und so weiter. Da soll ja auch ein dritter kommen, also zumindest möchte Nicolas Cage gerne einen dritten Film, aber es gibt doch keinen Produzenten. So rum ist das auch mal interessant. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Ja, also Sonst diese. muss man ja immer die Schauspieler überreden, macht bitte noch einen Film, aber diesmal ist es andersrum. Diese Filmreihe Vermächtnis der Tempelritter und so fand ich ja sehr geil. Also ich habe mir Die die ist ja mit super. dir zusammen im Urlaub, glaube ich, haben wir die angeschaut Ja, letztes Jahr. Leipzig, die gesehen, genau. Und es ist für mich so eine ganz tolle Ja, Sonntagnachmittag-Unterhaltung, finde ich. So die eine ist ganz super. typische. Also die beiden Teile sind echt super. Also ihr seht jetzt schon langsam, dass das hier ein komplexeres Gebiet ist. Und ich auch nicht ganz sicher weiß, in welcher Reihenfolge man welche Räumlichkeiten am besten abhandeln sollte. Aber ich kann euch hier gleich schon erklären, wenn der Scheiß Fritz mich lässt, so, was mein Problem damals war. Ich kann meins erwähnen, wenn ich soll. Ja, gerne. Ich habe
bin verzweifelt, an diesen scheiß Säulen da hin und her zu springen. Man musste bestimmt 2-3 Mal diesen blöden Weg da oben lang hüpfen und ich habe das immer zum Verrecken nicht geschafft. Also ich sag jetzt mal, mit Säulen hüpfen habe ich nicht wirklich ein Problem. Ja, das war meine größten Schwierigkeiten, die Sprünge und das Laufen und... Ich kann es euch jetzt leider noch nicht erklären, was mein Problem ist, weil wir das jetzt noch nicht sehen an dieser Stelle. Ich kann nur verraten, es hat was mit Hebeln zu tun und mit Inschriften. Also. Ach so, das kann ich auch vielleicht mal kurz erklären. Mhm. Über diesen Türen befinden sich halt so 5 so Symbole. Genau. Und ich glaube, es gibt hier 6 Türen insgesamt. 5 oder 6, weiß ich jetzt nicht. Und zu jeder Tür gehört halt ein Hebel. Und die finden wir da oben, kann man von hier aus sogar sehen, wenn du mal da oben links hochguckst. Ah ja, gerade eben. Da oben links, da sind die Hebel, was ich hier alles erklären kann, ist ja geil. Und da freut das eben, welche Kombination wir bei diesen 5 Hebeln, das glaube ich doch, ja, wie wir die da praktisch dann verstellen, öffnet sich halt nur eine bestimmte Tür. Genau. Jo. Und das habe ich damals nicht gecheckt, wobei... Ich auch nicht sofort, muss ich zugeben, ja. Wobei ich natürlich wieder mal das erwähnen muss, was ich schon ein paar Mal... auch jetzt hier in den letzten Folgen gesagt habe, dieses Spiel kam 96 raus und es war was ganz Neues. Und dann auch noch, obwohl es für damalige Verhältnisse eine tolle Grafik war, war es natürlich sehr pixelig. Mhm. Und wenn man mit Computerspielen oder mit Videospielen keinerlei Erfahrung hat und dann stößt man auf sowas wie Tomb Raider, dann ist es nicht unbedingt die Spielelogik, die man sofort blickt, dass man da in der Grafik nach Hinweisen für irgendwelche Hebel suchen muss. Ja, jetzt mittlerweile ist es das Erste, was einem auffällt, aber damals habe ich das einfach nicht überrissen, dass diese Inschriften Hinweise für die Hebel sind. Und das ist jetzt diese Säulenhüpferei, mit der du wohl Probleme hattest, ne? Ja, auf jeden Fall. Naja gut, man sieht ja eigentlich immer ganz gut, was das für Sprünge sind, also ob jetzt mit Anlauf und ohne Anlauf. Richtig. Ich nehme mal an, dass hier oben vielleicht ein Medikit oder sowas liegen könnte. Könnte, aber ist nicht. Ich nehme falsch an. Ja, es hätte ja sein können. Das hast du ja richtig angenommen. Ja. Da hinten links war was. Da hinten, oder? Wo? Da leuchtet irgendwas an der Wand. Ah, da drüben Munition. Da hinten leuchtet was. Wow. Oh, Plumps. Genau Plumps. Das meine ich. Na, das war jetzt aber mein Fehler und nicht der von Lara. Ja, ja. Ja, ja. Ich will ja auch nicht bestreiten, dass das meine Fehler waren. Trotzdem fand ich scheiße. Ich habe trotzdem kein Problem mit der Säulenhüpferei. Du hast jetzt gerade natürlich ein gutes Auge bewiesen. Ja, das beweist übrigens auch, dass die Bildschirmübertragung anscheinend doch sehr, sehr flüssig und klar gerade ist. Anders als das Spiel. Also, es ist schon es leckt ein bisschen, aber ich hoffe, dass das für euch jetzt nicht zu schlimm ist. Das ist auch immer so phasenweise, das kennt ihr ja schon aus dem letzten... Das letzte Haar? Aus dem letzten Level, da hatte ich ja das Problem auch zeitweise im Kolosseum-Innenraum, dass es da dann etwas rumgesponnen hat. Und ich habe das Gefühl, dass das Spiel tatsächlich bei mir ein Problem mit größeren Räumen hat. Und das ist halt leider auch ein etwas größerer Raum. Da müssen wir jetzt durch. Hilft alles nichts. Ja. So. Jetzt holen wir uns die Munition da hinten. Aha. Die du wahrscheinlich eh nicht verbrauchen wirst. Ich weiß gar nicht, wie gut wir hier wirklich in dem Spiel mit Munition ausgestattet werden. Also über Medikits kann ich mich nicht beklagen. Aber da ich ja außer der Schrotflinte noch keine weiteren Waffen habe, weiß ich jetzt nicht am Ende, ob die hier eher großzügig mit Munition sind oder ob man da ein bisschen sparsam sein muss. Das war übrigens das Medipack, was ich gesehen habe. Das hat geleuchtet. Ah, okay. Ich habe als erstes die Munition gesehen. Das ist wohl Automatik-Munition. Das war so ein weißer Punkt und der fiel mir halt hinten in dem Fresko auf. So, also, oder nicht Automatik, sondern Magnums haben wir ja hier. Ach, die hast du schon? Die hat Dennis ja recht spät gefunden im Spiel. Nein, ich habe die nicht, aber ich weiß, dass, also in diesem Spiel haben wir nicht Automatik, sondern Magnum. Das wollte ich so allgemein sagen. Ich persönlich habe sie noch nicht. Ich habe nur die Schrotflinte und die Pistolen. Ah ja. So. Wer genau hinhört, der hört jetzt schon so ein leichtes Flammenknistern. Hinter einem dieser Räume verbirgt sich nämlich eine Flammenfalle. Und der Raum war aber ziemlich cool, obwohl ich da auch ein bisschen dran verzweifelt bin, aber den mochte ich. Ja, weil man relativ
Ja, man wusste, was man tun musste und man konnte das durch Übung hinkriegen. Man hat also, wenn man den ein paar Mal durchgespielt hat, durchaus gemerkt, ja, ist machbar. Es gibt hier einen Raum, auch ohne jetzt was zu verraten, da kommt halt viel mit Stacheln drin vor. Und Ja. das hasse ich wieder. Ja, mit Stacheln habe ich es auch nicht so. Aber mein absoluter Horror in Tomb Raider ist tatsächlich. Aha! Wie war das noch mit dieser Säulenhüpferei, Schatz? Nee, das habe ich vorhin schon mal gehabt. Nee, das war jetzt. Ich weiß ja, wie ich bei der Säule springen muss. Ich möchte das jetzt auch gar nicht beschönigen. Ich unterstelle mal, dass das jetzt gerade nichts mit dem Spiel an sich zu tun hat. Sondern die Kombination, dass das Spiel bei mir nicht 100% flüssig läuft. Ach so. Und was ich auch schon in früheren Parts hatte, der Controller teilweise, ja, kleinere Aussetzer hat oder ähnliches. Wobei, im Grunde kann ich mich nicht beklagen, aber vorhin, als ich da daneben gesprungen bin, war das genau das Gleiche. Da hatte mir dann plötzlich ein Schlenker gemacht. So. Also man sieht hier einfach an dem Abstand der Säule schon, dass es eine Anlauf-, Arme ausstrecken Säule. Wenn du das sagst, So. hat auf jeden Fall geklappt. Ja. Da hinten auf den Balkon, da kommt man auch drauf. Die Später. Frage ist, bringt das Nee, was? von hier aus jetzt nicht, da kommst du später hin. Ja, ich weiß nur nicht, ob da. Also ich sehe jetzt da nichts liegen. Nee, ich glaube, da liegt auch nichts rum. Ich weiß noch, dass hier auf diesem Teil da drüben, soweit ich mich erinnere, ein Speicherkristall war in In der der PlayStation. Ja, PlayStation-Variante. das ist richtig. Ich weiß gar nicht, ob man die von hier aus sehen konnte, aber da war, glaube ich, einer drauf. Da hast du recht, ja. Die Kristalle hat mal eigentlich jemand ganz gut gesehen. Übrigens hat Alex mich berichtigt. Oh. Alex hat mich Ach so. korrigiert. Ich habe mit ihm über das Spiel gesprochen. Ja. Und es war so, dass es tatsächlich die Speicherkristalle so fest gab in Tomb Raider 1 und man sie nur dort benutzen konnte. Aber eben nicht unendlich oft, sondern nur einmal. Ja, einmal benutzen und dann war er weg. Deswegen musste ich mich ja immer ganz genau so entscheiden, von wegen, ja, nimmst du die jetzt schon oder machst du lieber noch ein paar Sprünge und speicherst dann erst ab, weil, ja, die konnte man halt nur einmal benutzen. Wenn du jetzt unten rausgehst, müssten Affen kommen. Ja, eben. Also ich habe da auch noch mindestens einen Gorilla in Erinnerung. Deshalb habe ich jetzt schon meine Pistolen gezückt. Ich bin selbst etwas geschockt, wie gut ich diesen Albtraum in Erinnerung habe. Ich auch. Also. Und jetzt hat sich das nämlich mit der Säulenhüpferei, denn jetzt haben wir Eine Tür. eine Tür. Und da hast du kapituliert? Nee. Nein, 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 nein. Ich habe nur Ja. gesagt, dass ich diese Säulenhüpferei auch nicht mochte. Aber die war doch Kapituliert? jetzt ganz einfach. Ja, es geht. Also, kapituliert habe ich später bei einem anderen Sprung. Ich sag dir dann bei gegebener Zeit, wo das ist. Ich habe da mal reingeschaut, ich konnte bloß die Stelle nicht so ganz orten und da du dich da ewig lange aufgehalten hast, Ja, ich weiß das doch ganz genau. Ich habe ich sag's das dir doch. nicht so hingekriegt. Ich ahne, was du meinst. Schön. Da kam jetzt kein Affe, gell? Nö, weiß auch nicht. Vielleicht, ich glaube, du musst immer erst die Schalter in eine gewisse Position bringen. Und ich glaube, pro Tür kommt dann ein oder zwei Affen Ich mit. würde sagen, wir fangen mal mit der hier an. Weißt du zufällig noch, welches Symbol für oben und welches für unten steht? Nee, das kann man aber leicht ausprobieren. Ja. Also das ist der erste und der Rest anders, okay. Ich glaube, das Y ist tatsächlich für oben, aber ich weiß es nicht mehr. Würde für mich auch so einen gewissen Sinn ergeben, weil das andere ist ja eher so ein Omega und dass das dann für Genau. unten steht, also das letzte, oder? Ich weiß, das ist aber jetzt dann nicht gleichzusetzen mit Epsilon, das andere, ne? Nee, Epsilon ist ja dieses verschlungene E. Ach stimmt, richtig, ja. Weil es klingt halt ähnlich wie Y, deswegen kam ich da gerade eben drauf. Ja, nee, 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 das ist kein Epsilon. Ich weiß jetzt gerade Aber gar nicht, was es ist das für ein aber auch ein Buchstabe ist. griechisches Symbol, ne? Ja, das ist griechisches Alphabet, aber ich kann das nicht komplett, deshalb. Ich Dann mach die jetzt hättest. mal nach unten. Ja, gut, ja. Ja, ich Für weiß, den. ich hätte. Nein, für den Fall, dass es halt falsch ist, wäre es andersrum einfacher gewesen, aber ist Ich okay. weiß, das, aber ich bin eigentlich total überzeugt, dass das jetzt richtig ist. Hoffen wir mal. Du kannst ja von hier oben aus gucken. Das sieht man ja, ob die Tür auf ist. Brauchst nicht Ich habe runterspringen. zumindest kein Geräusch einer sich öffnenden Tür Die gehört. hörst du, glaube ich, auch nicht. Nicht zu nah ran. Tür ist Zu. zu. Ja, deswegen war ich schnell. Probier es Du an. willst jetzt auf Biegen und Brechen in diesem Part klugscheißen, oder? Kann das sein? Nein, nein, nein. Ich bin ja selbst überrascht, was ich noch alles weiß. Ja, das wird sich noch ändern. Ja. Nämlich mit Ablauf dieses Levels. Also, ich habe es ja schon
droht. In diesem Level werden wir uns länger aufhalten, weil es halt doch wirklich ziemlich umfangreich ist. Also länger als alle Level, die wir bisher hatten. Und ich bin schon total glücklich, dass wir St. Francis Folly so schnell durch hatten, womit ich nie gerechnet habe. Aber bei dem hier bin ich einfach realistisch. Das hat nichts damit zu tun, dass das Level großartig schwer wäre oder so, sondern dass einfach wahnsinnig viel zu erledigen ist. So, jetzt sehen wir, dass die Tür offen ist. Richtig. Und ich werde nicht den Fehler machen und mich da runterfallen lassen, Warum nicht? weil ich ziemlich sicher bin, dass sie da ein bisschen Schaden nimmt. Das ist ein Tick zu hoch, glaube ich. Okay. Jetzt könnten aber Affen da sein, pass auf. Jawohl. Ein paar Minuten haben wir ja auch noch. Du wolltest bis zu circa 25 machen, ne? Ja, so in etwa. Plus minus ein paar Minuten. Also ich bin da nicht so festgelegt. Wir haben einen Feuerfallenraum. Ja, der ist eigentlich ganz witzig. Und da, Ja, ich mit glaube, einem ah! Lecken. Hier unten waren noch die Riesenratten. Ja, Ja! mit einem leckenden Spiel ist der natürlich besonders witzig, muss ich sagen. Dass ich mich gerade übrigens gefreut habe, das habt ihr falsch verstanden. Die Riesenratten, da wird Alex gleich ganz, Was, ja, Richter? aufgeregt. Da seht ihr schon eine rumschwimmen. Ich Ja, wir sehe müssen. leider nichts, weil komischerweise ist bei mir das Wasser komplett schwarz. Oh. Also ich sehe zwei Riesenratten auf der linken Seite des Kanals. Okay. Wir müssen über die Feuerfallen springen, die jetzt aus sind und natürlich ist das Ganze zeitgesteuert. Deswegen wartest du jetzt noch einmal, bis Deshalb die wieder an sind. speichere ich jetzt erstmal. So. Ach nee, die Zeit läuft, glaube ich, erst, wenn man über diese erste Linie rüber ist, ne? Richtig, also ich meine auch, deshalb. Das war schon mal schlecht. Ich weiß, aber ich habe ja gespeichert. Ich würde ins Wasser springen. Und ich muss jetzt erstmal. Viel zu langsam, Schatz. Ich weiß, ich wollte eigentlich nur mal testen, welche Sprünge ich am besten gleich nehme beim nächsten Durchgang. Ich glaube, du musst das Spiel noch ein bisschen üben. Sag mal, ich glaube, es hakt aus. Also jetzt ehrlich wahr, Alex Flattermann, ja? Komm du mir nach Hause. Bin ich schon. Ich Entschuldige. glaub's ja wohl nicht. Bist du jetzt Mucksch? Ja. Oh, okay. Ich glaube, du. Ups. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, du musst einfach mehr durchlaufen und darfst nicht zu viel anhalten. Nur für als Info für jemanden, der keine Ahnung von Tomb Raider hat, ja. Ja. Man kann mit Anlauf springen, braucht aber mindestens 3 Schritte Platz. Wenn ich jetzt mitten auf einer Säule lande, habe ich keine 3 Schritte mehr Platz und muss ein Stückchen zurückgehen. Ist korrekt, aber zweimal könntest du diesen Laufsprung machen, glaube ich. Was mich übrigens immer noch stört, ich meine, es ist jetzt kein großes Drama, weil das für das Spiel jetzt nicht so wirklich relevant ist, aber hoppala, Da nagt was an dir. weil wir hier nicht wirklich viel im Wasser sind, aber dass ich die Rolle hier noch nicht unter Wasser machen kann, das stört mich immer noch etwas. Du könntest aber auch die Ratten schon mal abschießen. Ja, das könnte ich natürlich. Da hast du ausnahmsweise mal recht. Danke, danke. Weil dann beißen sie dich nicht mehr. Vielleicht wäre das ja auch eine Gelegenheit, den Part zu beenden. Musst du wissen. Ja, ehrlich Lass ich dir. gesagt, möchte ich das auch aus einem anderen Grund, weil das hier gerade tatsächlich sehr langsam geht bei mir. Ja. Und ich die Hoffnung habe, wenn ich das jetzt nochmal neu starte, dass ich, ja, dass es dann etwas flüssiger wieder läuft. Und ja, deshalb pausieren wir das Ganze hier, Jawohl. verabschieden uns für jetzt. Keine Ja. Sorge, der Alex ist in der nächsten Folge auch noch dabei und kann klug scheißen und sich mit mir anlegen. Ja, mache ich dann gerne. Ja, Bis bis zum gleich. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.